Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Strategic Command World War II, World at War gegen den MIRP. Ja, MIRP holt auf, würde ich mal mit ganz großen Schritten, würde ich sogar mal behaupten. Und mal gucken, was passiert. Afrika, Moor, schwierig. Russland, gemischt. Wir schauen mal rein. Wiederholung der letzten Runde anzeigen, natürlich. So, jetzt müsste bloß mal kommen. Wiederholung wird vorbereitet. Hoffentlich droht mir jetzt nicht allzu großes Ungemach. Ja. El Agheila ist eingenommen worden. Man sieht hier jetzt schon eine der fünf, und ich muss es mir immer wieder merken, fünf Armeen, die in Afrika gelandet sind. Ich kann von Glück sagen, dass sie momentan in Afrika sind. Da stört es mich relativ wenig, in Anführungsstrichen. Das ist für mich ja ein absoluter Nebenkriegsschauplatz. Schauen wir, was hier passiert. Also, besonders effektiv gehen die Panzer da jetzt auch nicht vor. Was hat er denn jetzt angegriffen eigentlich? Ah, mit seinen Bombern meine die italienischen Panzer. Na, bin ich mal gespannt, ob sie das überleben. Jetzt hat er auch Glück, dass in der Runde die Sandstürme weg sind. Das heißt, er kann im Gegensatz zu mir in der Runde vorher seine Flugzeuge auch effektiv zum Einsatz bringen. Das war mir leider letzte Runde verwehrt. So ist das halt mal mit dem Wetter. Steckt man nicht drin. Ich bin auch gespannt, wenn der Winter jetzt hier vorbei ist in Europa und Afrika. Gut, jetzt in Afrika vielleicht weniger. In Europa vor allem, dann wird es ja tatsächlich eher Winter im asiatischen Raum. Winter bedeutet da Regenzeit. Ich muss also gucken, dass ich meine Angriffe noch vor der Regenzeit irgendwie beginne. Jetzt habe ich nicht gesehen, was hat er kaputt gemacht. Ich glaube, meine Torpedoboote, hier diese Offshore Task Force, sind Torpedoboote. Das wird es dann wohl gewesen sein. Ich darf mal nicht diese Strike Force da vergessen. Vielleicht kann ich der noch irgendwie Herr werden. Minus 1, wo hat es denn die jetzt abgezogen? Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ach so, bei der Stadt. Ja, das betrifft meinen Nachschub natürlich. Hier schwirrt eine fiese Mücke rum, die ich jetzt hoffentlich erwischt habe. Leider nicht. So. Ah ja, er zieht jetzt die Panzer da schon mal ein bisschen zurück. Hat vielleicht gemerkt, dass er da bei Leningrad oben ein bisschen zu forsch war. Direkt schade, dass ich da nicht das weiter ausnutzen kann. An der chinesischen und russischen Front hat er einfach nur seine Einheiten aufgestockt. Und er zieht seine Bombe aus Hawaii ab. Schade, die hätte ich natürlich auch gerne noch vorher erledigt. Hat nichts sollen sein. Meine Flugzeugträger sind ja momentan größtenteils noch oder zum Teil noch in der Reparatur. Vielleicht sollte ich mal einen Angriff mit ein paar Strike, mit ein paar Schlachtschiffverbänden Richtung amerikanische Küste wagen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. So, was passiert hier? Das ist eine der wichtigsten Kriegsschauplätze momentan. Burma, Indien. Hier im Norden Chinas schneit es natürlich immer noch. So. Was passiert in Russland? Hoffentlich überlebt hier meine Panzergruppe. Ich glaube fast schon.
Sah doch jetzt relativ verhältnismäßig glimpflich aus, die ganze Sache. Die vierte Garnison wurde zerstört. Verpasst wo? Ach so, die war unten in Afrika. Kuraziere-Zerstörer versenkt worden. Torpedoboote versenkt. Mersa Matruh hat Schaden durch Küstenboote gelitten. Sendai-Lechtigreizer versenkt worden. Chinesische Moral steigt durch die Ankunft sowjetischen Nachschubs. Aha, interessant. Schiffe der Achsenmächte abgefangen. Fünftes Korps Nachschubmangel. Mao Zedong ist beunruhigt von der japanischen Vormischung in China. Immer noch, ich bin doch schon zurückgezogen. Türkei beobachtet mit Interesse die Schwäche im Irak. Kommunistisches China bereitet sich auf den Krieg vor. Na, Servus. Okay, dann muss ich da auch aktiv werden. Kommt mir ein Tick zu früh. Flugzeugträger gesichtet, meldet unser Geheimdienst. Und wir haben einen weiteren Gleitflugzeugträger verbannt. Ja, letztendlich kann ich den ja eigentlich schon mal einsetzen. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Schauen wir mal, wo wir den reinsetzen. Irgendwo, wo er uns erstmal nicht blockiert. Hier. Gut. Und ich nehme mir wie üblich jetzt ein bisschen Zeit, um das Ganze mal ein bisschen in meinem Kopf zu regeln. Lang gegrübelt im Osten, also hier für Deutschland im Osten, noch nicht unbedingt viel weiter gekommen. Überlegungen, das muss ich wieder on the fly ein bisschen machen im Pazifiktheater. Sollte das Ganze Pazifiktheater, Theater of Pacific, Pacific Theater, ja, im Kriegsschauplatz Pazifik, sollte das Ganze ein bisschen einfacher sein. Fangen wir mal jetzt bei Burma an. Werden jetzt hier mal schon mal ein Stückchen vorrücken. Ich habe mich jetzt auch mit Japan entschieden, ein bisschen offensiver vielleicht Einheiten zu verlegen, um mich Richtung Indien zu orientieren. Denn im Pazifik selber gibt es für mich nicht mehr viel zu machen. Die meisten Inseln sind eingenommen. Wir werden jetzt hier mal die Einheit bereit machen. Dann können wir sie nächste Runde abwerfen. Ah, ich kann sogar hier schon gut angreifen. Was haben denn die für Versorgungslage? Versorgung 3, Versorgung 5. Ja, nicht schlecht. Ja, mit denen komme ich hier nicht hoch. Ist die Frage. Die Burma Road. Ja gut, den Angriff kann ich auf alle Fälle fahren. Verschanzung 0 ebenfalls. Vielleicht kläre ich mal mit meinen taktischen Bombern auf. Frage ist, wenn ich hier mit meinen Fliegern hochfliege, kann ich dann Ledo sehen oder nicht? Das ist die gute Frage. Ich komme hier gar nicht hoch. Wieso das denn nicht? Bitte? Eigenschaften? Angriffsreichweite 6. Okay. Müsste ich hier noch upgraden oder was? Oh, nee. Ah, die sind einfach nicht so gut wie die deutschen Bomber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das heißt, ich muss die noch weiter hoch verlegen. Jetzt muss die Frage, wohin? Ich bombardiere jetzt mal die Ressource, einfach nur, um schon mal zu gucken, wie es denn da aussieht. Okay. Das heißt, die Fallschirmjäger können wir nicht an einen der beiden Orte hier abschmeißen. Allerdings einen daneben, damit könnte ich das Hauptquartier zerstören. Oder hier beim Pangsau Pass, was auch nicht verkehrt wäre. Komme ich da hin? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da komme ich hin. Frage ist auch, ob ich die beiden Einheiten hier durchtausche. Unterstellen. Das war es auch schon. Null. Die Frage, ob es auch wirklich Null ist. Moral 14. Ob ich nicht doch lieber versuche, hier die Panzerkräfte anzugreifen. 0 zu 1. Ja, tatsächlich, ich kann den nicht durchtauschen. Bestimmt was mit. Ich ziehe es nicht weiter hoch, einfach aus dem Grund, dass ich ihn nicht drauf bringen will, dass ich hier eigentlich aktiv werde.
Ja. Es fällt aber trotzdem wieder auf, dass ich dringend. Dass ich dringend hier oben Einheiten brauche. Ach, shit. Machen wir rückgängig. Gott sei Dank geht nichts, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Ja, das heißt, wir bereiten jetzt hier eigentlich unseren Angriff auf Ledo vor für nächste Runde. Macht es Sinn, dass ich hier hochziehe? Warum eigentlich nicht? Nee. Oder im Prinzip also ein bisschen als eine Finte, um ihm glauben zu lassen, dass ich jetzt hier unten aktiv werde. Geht's denn hier? Versorgung 5. Mäßig. Ja, ich brauche Einheiten hier. Und zwar dringend. Dann haben wir hier unsere strategischen Bomber. Ich denke mal, wir werden Chengdu bombardieren. Einfach um seine Produktion zu schwächen. Minus 1 bei mir. Minus 1 bei Chengdu. Stärke 9. Hat die Mine noch. Acht. Okay, hier ist die Frage. Ich könnte hier oben dieses Korps von China stark anschlagen mit 4 oder beschädigen mit einem Verlust von 4 Punkten. Allerdings habe ich hier die Garnison. Die kann ich eventuell dieser Runde noch platt machen. Momentan kann ich mit der unteren Armee und dem Korps nicht viel Schaden anrichten. Was aber auch daran liegt, dass die 7. Garnison eine Verschanzung von 3 hat. Ja, die stehen hier auch auf einem befestigten Hexfeld. Das, wenn ich einnehme, ist gut. Jetzt gucken wir mal, was ich die Runde schaffe hier. Oh, 4, das war sehr gut. Das heißt, ja, okay, das kriegen wir hin. Yes, das war wichtig. Befestigung durch Kampf zerstört. Vielen Dank auch. Sehr gut. Kann ich sie nicht nutzen. 0 zu 3, 1 zu 2. Natürlich das Hauptquartier. Und 4 weg. Die 14. japanische Armee, die bekommt von mir einen Orden verliehen. Wie ist denn da der Nachschub nächste Runde eigentlich? 7, 6. Okay, wir rücken danach. Ich komme nicht ganz nach, macht nichts. Das Hauptquartier. Ah, das Hauptquartier ist ja hier in. Gucken wir mal. Versorgung 6, ja. Die Versorgungswege hier sind lang. Ich brauche unbedingt die Stadt Quaizhou, um wieder neue Versorgung zu machen. Ich stehe mit meinem Hauptquartier hier mit Kimura schon relativ weit abseits von Changsha. Bekommt also bloß noch 6 Versorgungspunkte, wobei verteilt immer noch 10. Das ist immer noch satt. Das ist immer noch gut. Okay. Das soll es hier gewesen sein. Hier unten habe ich immer noch das Problem, die kann ich nicht großartig verstärken hier, oder? Auf 8. Ich kann die Einheit hier schlecht angreifen. Dafür möchte ich eigentlich meine Flugzeugträger verwenden. Dann diese Armee hier. Die müsste ich eigentlich verschiffen nach Rangoon. Zwei Armeen mehr hier in Indien, Burma wäre nicht verkehrt. Ich überlege auch gerade, kommt mir jetzt gerade, ob ich nicht auch meine Spezialkräfte zwei Einheiten von den Inseln hole und versuche,
hier irgendwo anzulanden, um hier mal mächtig für Unruhe zu sorgen, eventuell die Nachschublinien hier stören. Das wäre eine interessante Geschichte. Schauen wir mal. Okay. Also, wir haben jetzt auf alle Fälle hier noch die Schwerkreuzer Taskforce der Australier. Der sollten wir jetzt mal zu Leibe rücken. Das machen wir auch. Erstmal mit unseren Flugzeugen. Schaden vermieden. Nicht gut. Modus Marine taktisch. Oh, Schaden vermieden. Erneut. Wieso kann ich da jetzt keinen Angriff fliegen? Das ist natürlich jetzt übel. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich kann hier keinen Angriff fliegen. Ach so. Weil es da schneit. Na, dann werden wir mal die. Werden wir sie mal einsperren hier. Da dürften sie nicht mehr rauskommen. Ach, bin ich blöd. Hier stehen sie. Habe ich jetzt die falschen anvisiert vorhin? Das wäre natürlich nicht untypisch für mich. Nee, geht nicht. Noch 2 zu 8. Gut. Hätte ich die Flugzeugträger gerne lieber woanders eingesetzt. Momentan droht mir in dem Teil des Pazifiks erstmal keine große Gefahr. Immer einen Flugzeugträgerverband, zwei Flugzeugträgerverbände. Ja, wir belassen den jetzt einfach noch hier. Gut. Die U-Boote sind wirklich hartnäckig. Mal schauen, ob ich die wiederfinde. Tja, wo sind sie hin? Da. Es wäre zu schön, wenn ich die da wegbekommen würde. Meine schweren Kreuzer haben allerdings keine Chance. Ne, keine Chance gegen U-Boote. Es wäre eigentlich ein Fall für meine. Ich habe hier noch zwei Angriffe bei dem Flugzeugträger. Bei dem habe ich auch noch einen Angriff. Okay, eine große Bedrohung weniger. Sehr gut. Bin ich jetzt schon mal sehr zufrieden damit. Die Frage ist, ob ich meine Flugzeugträger nicht tatsächlich hier in die Bengalische See verlege, um mit Luftangriffen in Burma tätig zu werden. Vielleicht keine allzu schlechte Idee. Bestimmt nicht verkehrt. So, die Seewege sind jetzt klar. Das heißt, wir können die Armee, die hier oben steht, kann ich die verlegen? Die nicht, aber ich hatte irgendwo eine. Wo war das? Wo war das? Hier. Nee, die wollte ich aber nicht verlegen. Nicht von den Philippinen weg. Das heißt, wir werden nächste Runde die Einheit verlegen. Okay, das ist gut. Doch, ganz schön zerfasert hier das Ganze. Dann machen wir hier weiter. Die Chinesen, also die kommunistischen Chinesen, sind ja jetzt auch kurz vorm Kriegseintritt. Das heißt, wir können jetzt hier also durchaus wieder, müssen vielleicht auch offensiver werden. Jetzt
Jetzt werden die Angriffe hier langsam teuer. Eins zu zwei. Ja, hier wird's langsam teuer. Pech gehabt hier bei Würfeln. Vielleicht schaffen wir jetzt zwei. Ausgewichen. Okay. Ich gehe davon aus, dass ich tatsächlich jetzt dann auch Einheiten verlegen muss. Und zwar aus dem Norden. Das kann auch hier nur eine Falle sein, oder? Auf der anderen Seite wäre ich hier in dieser Stadt versorgt. Ich müsste mir keine Nachschubsorgen machen. Ich bin natürlich jetzt aber hier auch schon wirklich massiv geschwächt in dem Sektor. Das Korps kann ich nicht wegbewegen. Weil... Doch, ich kann es wegbewegen. Wir bewegen die Garnison hier rüber. Die Einheit darunter, dann bin ich wieder mit Partisanen safe. Jetzt muss die Frage, wo stärke ich die Front? Im Norden. Wobei, da müssten die Rotchinesen noch gegen die Weißchinesen kämpfen. Hier kann er mich auch nicht wirklich einkesseln. Ich bin in der Stadt immer versorgt. Der Bereich ist natürlich jetzt total offen. Schauen wir mal. Hier oben muss es schnell gehen. So, mit dieser Einheit schneide ich, was ich jetzt hier gemacht habe, ist den Nachschub. Der kann jetzt nicht mehr hier über diese Eisenbahnlinie durch die Stadt durch und dementsprechend sind die hier abgeschnitten vom Nachschub. Sie bekommen sicherlich noch Nachschub aus den beiden Städten hier, aber die bekommen sozusagen keinen Boost, diese Städte, dadurch, dass sie angeschlossen sind an eine primäre Quelle. Dann werden wir hier Vladivostok befreien. Das war's. Nachschub kommen jetzt eh schon länger nicht mehr dort rein. Okay. Ja, ich werde die eine Armee hier wieder abziehen. Hier oben wird mich nicht mehr viel erwarten. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das heißt, ich werde die Einheit verlegen. Und zwar in das Gebiet. Ja, ich brauche auf alle Fälle hier noch wieder eine... Obwohl, ich verlege das Hauptquartier nach Burma. Das sind echt schwierige Entscheidungen. Das ist wirklich überdehnt hier alles. Wo schicke ich die hin? In den Hafen komme ich jetzt nicht rein. Ah, 0 zu 2, da greifen wir auf alle Fälle noch an. Schwierige Entscheidung. Also eine der beiden, ich würde mal sagen, die Einheit aus Vladivostok, die verschiffe ich auch nach Burma. Dann wird es Zeit, dass ich die Einheiten hier frei mache. Das machen wir nächste Runde. Ich werde nächste Runde mit meinen Flugzeugträgern hier eingreifen. Wir verstärken die jetzt mal. Zwei geht noch. Die Einheit ist im Hafen. Das ist gut. Die Schlachtschiffe können mal wieder
repariert, zurück in die Werft nach Hiroshima. Ich würde sagen, wir belasten in dem Raum zwei Schlachtschiffverbände. Kann ich den verlegen? Strategisch, ja. Die Einheit ist ja erfahren. Wir verlegen die jetzt mal Richtung Hawaii und werden ab der nächsten Runde mal störende Manöver hier vor der Westküste der Vereinigten Staaten fahren. Verstärkt mir noch die Schlachtschiffe. Nächste Runde. Kleinflugzeugträger, weiterentwickeltes Flugzeug. Das müssen wir auch noch machen. Hoffentlich habe ich das bei denen gekauft. Nee, habe ich nicht, oder? Eigenschaften. Ah, nee. Ach, die Entwicklung. Ah, okay. Die Entwicklung der Weiterentwicklung der weiterentwickelten Flugzeuge hat stattgefunden, während hier die schon in der Werft im Bau waren. Deswegen. Okay, eine Runde verschwendet. Schade, schade. Wir haben noch große Aufklärungslücken. Hier oben haben wir noch eine große Lücke. Und natürlich hier in dem Bereich. Marinebombe habe ich auch keine mehr. Einmal, ich würde fast sagen, was kostet mich denn das Verlegen von den 46 MPP? Wo kann ich den verlegen? Kriege ich die hier irgendwo runter? Nächste Runde dürften die mir wertvolle Aufklärungsarbeit liefern. Ob das der richtige Schritt war, wird sich zeigen. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Und ich würde sagen, wir bereiten Einheiten auf Neuguinea darauf vor, nach Burma verschifft zu werden. Das finde ich nicht schlecht. Auch hier, Niederländisch-Indien, gibt es auch nicht allzu viel zu holen. Ich bin versucht, Neuguinea komplett offen zu lassen. Da kommt nicht viel MPP-Produktion raus. Amphibischer Transport Langstrecke. 82 kostet es. Das muss ich mir überlegen. Puh, 82 ist natürlich wirklich heftig. Habe ich denn jetzt sonst den Rest gemacht, was ich machen wollte? Ich glaube schon. Ja, sonst müsste es passen. Ich frage mich, ob es überhaupt einen Langstrecken-Amphibientransport braucht. Was kostet denn der kleine Transport? Amphibischer Transport 66. Es wäre schon gewagt hier hinten im indischen Hinterland. Aber wisst ihr was, das vertagen wir jetzt einfach noch, denn dazu fehlen mir sowieso noch die Kräfte, um hier aktiver zu werden. Es geht mir momentan letztendlich hauptsächlich um Ledo, denn von hier kommt der Nachschub Richtung China rein. Den muss ich unterbinden. Ansonsten glaube ich, bin ich jetzt relativ machtlos. Was viele Sachen anbetrifft, kann ich nicht mehr allzu viel machen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal entweder kaufen oder forschen. Ich bin geneigt zu sagen, wir schauen mal. Ich müsste meine Flugzeuge irgendwie aufstocken. Das ist momentan echt mein größtes Problem, dass ich niemanden entschanzen kann. Warte, wirklich, das U-Boot, Artilleriewaffen, Erdkampfwaffen, das ist es. Gegen alle Ziele außer taktischen Bombern, ja. Für den weiterentwickelten Panzer, weiterentwickeltes Flugzeug. Erhöht die Angriffs- und Verteidigungswerte von Jagdflugzeugen und Flugzeugträgern gegen die Zieltypen Jagdflugzeug, strategischer Bomber und Kamikaze-Flieger. Also Erdkampfwaffen werden ja gerade entwickelt. 175 kostet es da. Befehlskontrolle. Verbesserung der allgemeinen Militärdoktrin, Befehlsstrukturen. Jede Stufe erhöht die Anzahl der Einheiten, die von Befehlshabern befehligt werden können und die Befehlsreichweite. Da noch gar nichts. Panzerkrieg, Luftkrieg. Jede neue Stufe erhöht die Moral von Flugzeug- und Geleitflugzeugträgern um 10%. Ab Stufe 1 haben Abfang- und Eskortmissionen strategische Bomber 2-Angriffe.
Aber habe ich ja schon erforscht. So entspannte amphibische Kriegsführung brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Ist echt schwierig. Oder Einheiten. Kosten verringern bei Produktionstechnologie. Logistik, Verlegung ist günstiger. Spionage und Aufklärung, U-Boot-Jagd. Fortschritt 55%. Kaufen. Ich brauche auf alle Fälle. Ja, mir gefällt, die Flugzeuge müssten besser werden. Der Kawabe ist günstig zu haben. Wisst ihr was? Den kaufe ich jetzt. Schnell entschieden. Haben wir noch 178, dafür kann ich mir eh nicht mehr viel kaufen. Garnisonen, Chors. Was kostet ein Chors? Was, 90? Ein Chor kostet 90? Was kostet eine Garnison? Wieso sind die so... Ach so, Moment. Das ist ein Ersatzchor. Ja, das kaufen wir auf alle Fälle. Das hier, man sieht es an dem Stern dahinter. Das bedeutet, die Einheit wurde vor kurzem irgendwo vernichtet. Und dann kann man die für einen kurzen Zeitraum, glaube ich, relativ für einen günstigen Tarif wieder zurückkaufen. Ja, dann sparen wir uns das. Das sparen wir uns. Dann würde ich sagen, war es das mit China? Ich sage immer China, weil ich hauptsächlich in China tätig bin, mit Japan natürlich. Ich kläre jetzt hier mal ein bisschen auf, ob hier was ist. Ach ja, ich habe ja noch den kompletten östlichen Pazifikraum. Bewegen wir unsere U-Boote mal Richtung Ostküste, Westküste der Amis. Flugzeugträger, die verstärkt man noch. Bereiten wir hier schon mal eine Kleinigkeit vor. Müsste es gewesen sein. Ja. Okay. Ihr seht schon, ich schaue ein bisschen zerknirscht. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Aber wann ist man das schon mal zu Kriegszeiten? Gucken wir mal, wie es nächste Runde weitergeht. Im nächsten Video geht es natürlich an die Ostfront. Da stehen einige wichtige Entscheidungen bevor. Die schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, Servus.